holt sich den wichtigen Dreier in der Commerzbank Arena in Frankfurt. Und die Eintracht, die verliert am 34. Spieltag. Wir gucken, zu Beginn der Partie gab es das hier zu sehen. Radetzky mit Problemen, aber dann faustete er ihn trotzdem noch ins Aus und somit zur Ecke der Leipziger. Paulsen mit der Möglichkeit. Und dann kam die 42. Spielminute und da hatte Timothy Chandler Glück, dass hier Heimo Wasserschneider nicht auf den Punkt gezeigt hat. Denn der war wirklich Zentimeter außerhalb des Strafraums der Frankfurter. Und somit kam Timothy Chandler noch mit einer gelben Karte weg. 43. Spielminute, dann Halstenberg mit dem Freistoß und der war gar nicht mal so schlecht geschossen. Den hätte auch Radetzky schwer halten können. Guter Freistoß hier von Marcel Halstenberg. Dann die Frankfurter, die immer besser wurden im zweiten Durchgang. Ante Ribic, der eingewechselte Mann, hatte hier die Möglichkeit, Frankfurt in Führung zu schießen. 56. Dann die Leipziger auch mal zur Abwechslung. Yusuf Paulsen, der beste Torschütze der Leipziger, an den Pfosten. Und das war auch die Leipziger Möglichkeit hier. Und die Frankfurter kamen und kamen diesmal mit Haris Seferovic. Super Parade hier von Gulaschi. Und die Leipziger, die brauchen unbedingt hier die drei Punkte. Aber momentan spielt ja nur die Eintracht aus Frankfurt. Aber dann kam in der 81. Spielminute auch mal RB Leipzig. Das war Timo Werner nach diesem wunderschönen Ball hier von Massimo Bruno. Und Timo Werner macht sein 9. Saisontor. Bester deutscher Torjäger der Liga. Und hier macht er doch noch den Sieg klar. Die Leipziger holen sich die 3 Punkte in Frankfurt und bleiben damit erstklassig.